Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen World of Tanks und es gibt eine neue Ausgabe von Traurig, Witzig, Tralala. Ja, die stricke ich jetzt gerade so ein bisschen mit heißer Nadel, weil es tatsächlich ein Replay gibt, was ich euch unbedingt zeigen möchte. Und das Update ja schon wieder vor der Tür steht und Updates sind immer schlecht für die Replay-Weiterverwendung. Insofern mal gucken. Rumminum, ich war jetzt eine ganze Weile nicht da und nicht vorhanden. Das hat auf meinem Kanal keiner gemerkt, weil vorhinein hochgeladen und so ein bisschen vorbereitet. Aber war jetzt im Krankenhaus, war tatsächlich ein bisschen unschön, ist auch noch nicht so richtig vorbei. Aber na gut, egal, ist ja nichts, was für euch irgendwie relevant ist. Und wenn ihr das Video seht, ist es auch schon eine ganze Weile wieder her. Alles gut, also ich bin ja wirklich immer so ein bisschen weit im Vorhinein. Ja, also World of Tanks, oh Gott, hier, ja, guck mal, da ist ja die Welt of Lags hier. Also ich fahre meinen M10 Scirocco. Fangen wir mal damit an. Wir sind in Malinowka, Standardgefecht und planen wir jetzt tatsächlich eigentlich erstmal so ein bisschen in Position kommen, aber ich nicht. Und jetzt ein bisschen Beschuss aufnehmen. Mal gucken. Wir haben eine Lev Arti, ist ein 5er Gefecht. Wir bauen uns erstmal auf den Leopard, damit es sich auch lohnt. So, jetzt ist da der Leo natürlich im Eimer. Jetzt kommt er nicht mehr weg da. Weil wenn die DPM dann einmal sinkt hier beim Gerät, sieht es gut aus. So, 3-1, läuft wie Schnitzel. So, gut. Problem an der Geschichte ist, dass unsere Heavys, naja, wie formuliert man das ganz gut? Nicht besonders fleißig. Ich glaube, nicht besonders fleißig trifft es gut. Wir haben einen KV-1, der fährt, versucht Richtung Hill zu fahren, was ganz cool ist. Wir haben einen KV-220, der hat die Base noch nicht verlassen. Der bleibt da stehen. Und ansonsten campt hier quasi die gesamte Belegschaft irgendwie unsere Base. Was tatsächlich ein wenig kompliziert ist und ein bisschen schwierig, was ich echt nervig finde. Wir haben zwei AMX-ELCs, wovon einer auch beschlossen hat, er wäre ein TD und müsste hier so in der Position rumstehen. Ja, und die Rucklau, wie gesagt, ja, das ist leider so. Aber in einer Woche kriege ich offiziell einen neuen Internetzugang mit Glasfaser und mit schnell. Mal sehen. Ich sage Bescheid, ob es dann wirklich auch so eingetroffen ist oder ob das, nicht so richtig funktioniert hat. Wir werden sehen. Plan war jetzt erstmal hier auf die Position zu kommen. Es fährt ja niemand. Wir stehen und wir campen und wir stehen und wir campen. Und das ist tatsächlich echt unangenehm. Das ist nicht schön. Bloß du kannst im Scirocco leider auch den Angriff nicht anführen. Du kannst halt relativ schlecht einfach reinstürmen. Das ist, also kannst du schon, überlebst du halt nicht lange. Also der KV-1 hat sich gerade Richtung Hill geschleppt, aber es ist halt alleine auch Mist. Was willst du denn alleine auf dem blöden Berg? Da geht ja auch nichts. KV-1, ah. Wir haben ihn böse erwischt, ja gut, okay. Ja. Ist rechtzeitig wieder weggefahren, der Kollege. Ein bisschen schade. Ansonsten, ja, im TD... komm her, mein Freund. Den habe ich sicher. Voll, den haben wir. So, KV-1 raus. Aber der ELC hat sich aufmachen lassen. Na, klaro. Ja, und du siehst, wenn du hier aufgehst, bist du halt instant kaputt. Ich fahre allein. Das alleine ist schon traurig genug. So, ich habe jetzt ein paar Abende mal alleine gespielt und muss euch sagen, zur Zeit ist das Spiel ganz schön am Arsch. So, T34S. Ja, bis ich meinen Turm rum habe, ist er leider in die Denke gefahren. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil da hätte man vielleicht ein paar Schüsse nehmen können. Ansonsten sind wir ja tatsächlich so gerade am Rande der Render Range. Schwierig. Wir haben übrigens eine Lev-Arti, die schon 2 Kills hat und die reinprügelt wie bekloppt. Mal sehen. Oh, da kommen eine Stuck 3. Das ist auch nicht so richtig geil. So, KV-1 ist offen, Hügel. Jetzt sieht es eigentlich ganz, ganz gut. Was ist ganz, ganz gut? Es sieht okay aus. Wir halten die Base, weil ja so viele da rumcampen. P43, AT2, T34 campen sich da gepflegt. Schön einen ab. Stehen sie da und gucken fröhlich. Ärgerlich. So. Ich drehe mal Geschwindigkeit ein bisschen hoch, weil zurzeit ist es tatsächlich außer, wir warten hier nicht viel zu tun. Ich habe ein bisschen Angst wegen der Stuck 3. Das gebe ich ja ehrlich zu, weil so eine Stuck 3, ja, fahre auch noch ein paar Mal da das Wrack hin und her. Wenn die Arti guckt, also wenn ich Arti wäre, ich würde tatsächlich ab und zu mal hier auf diesen Busch gucken. Und wenn ich dann sehe, wie der ELC, wie das Wrack hier hin und her wackelt, würde ich wahrscheinlich auch mal reinschießen. Gut, das ist Stufe 5. Durchaus möglich, dass das hier nicht so spannend ist. Oh, komm. Hey, der war ein bisschen zu wenig vorgehalten. Ja. Oh, jetzt bleibt er stehen. Jawoll, den haben wir. So, jetzt gucken wir weiter. So, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Also eigentlich
Tja, und da ist der KV-1 den Berg runtergefahren und schmeißt sich hinten in Churchill und alle anderen und damit war unser Heavy Tank im Eimer. Und jetzt kommt eine Aktion links. Das war eigentlich der Hauptauslöser, warum ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Guck mal, der KV-220-222 fährt jetzt einfach auf die freie Wiese. Ja, genau. Ich bin ein Heavy Tank, ich fahre auf die freie Wiese. Ich fahre auf die freie Wiese. Ja, von mir aus. Bis dahin die Kuhle kannst du von mir sogar noch fahren. Dann bleib halt da stehen und warte und halte von mir aus. Aber schmeiß dich nicht noch weiter rein. Tja, und wie Sie sehen. Oh Gott, da ist ein Kauf. Tja. Und der KV-1 ist genau hinter der Ecke. Der weiß genau, bis wie weit er fahren kann. Und der 220, anstatt jetzt stehen zu bleiben, fährt er mitten rein. Und jetzt kommt der Moment, wo wir uns, weiß ich nicht, also da fiel auf einmal das ganze Team auseinander. Ich habe keinen Schuss auf den Valiant. Da brauche ich kurz was. So. Arti prügelt rein. Stuck 3 ist mit rangefahren. Das Problem ist, da ist noch der Churchill da hinten. Und der Churchill, der nimmt die alle Volley. Ah, und du stehst hier oben und du weißt, dass du nichts machen kannst. Du weißt, dass du nichts tun kannst. Ja, jetzt wird er abgefarmt. Jetzt wird er 220 komplett abgefarmt, weil er da auf dem freien Feld rum. Ja, vorwärts fahren ist nie die Lösung für irgendwas. Da steht die Stuck 3 und räumt den komplett weg. Arti noch ein bisschen mit dazu. Und alle schön immer drauf. Und du guckst jetzt zu, wie er sich da wegschmeißt. Ja, super. Ich kann dir noch nicht, ich kann noch nie ja helfen. Ich würde ihm total gerne helfen. Jetzt hat er nicht einen Punkt Schaden gemacht, nichts. Er ist einfach nur reingefahren. Absolut sinnbefreit. Ja, drück ihn richtig hinter, dass der Jäger niemand helfen kann. Die Stuck stirbt gleich mit dran. Und das ist der Moment, wo wir das Spiel verlieren. Genau so sieht das dann aus. Zack. Das war's. Haben Sie unsere beiden wirklich, es ist so ein 220, Freunde. Jetzt mal ohne Mist, das ist eine üble Bank. Ich mache ein bisschen Schnellvorlauf, weil, was will ich noch machen? Jetzt stehe ich hier, du brauchst auch nicht auf diese Stellung zu fahren. Jetzt ist der Valiant da hinten offen. Stirbt der Valiant, jetzt kommt der KV-1. Aber der weiß auch genau, bis wohin der fahren kann. Der weiß es ganz genau. Jetzt, ja. Bauen wir uns gepflegt einen auf den Turm. Die Lev Arti rotzt schon wieder raus. Tja, und AT2, P43 und T34 sind jetzt eher so semi nützlich. So. Zwei Panzer hinten. Normalerweise könnte man hier noch was reißen, aber tja, was haben wir noch? Gegner haben noch einen Churchill und einen KV-1. Haben noch zwei Scirocco, Stuck 3, die das gut macht. Na, das ist alles ein wenig kompliziert. Ich drehe mal die Geschwindigkeit wieder ein bisschen. So, wir müssen jetzt warten, bis der Rush kommt, bis der Angriff kommt. So. Churchill weiß auch genau, bis wohin und wo nicht weiter. Jetzt kommt der KV-1. Jetzt kommt der KV-1. Das Schöne ist, der hat eine Sichtweite jenseits von Gut und Böse. Jetzt können wir da schön reinhalten. Plan war eigentlich, die Kette runterzunehmen. Das habe ich aber nicht gebracht. Aber ich habe ihn angezündet. So, haben wir ihn auf jeden Fall 85 Punkte runter. So, da ist der Churchill. Kann ich da? Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Ah, und der Churchill pusht rein. So, jetzt ist der Valiant auch raus. So. Arti hat sich den KV-1 geschnappt. Und jetzt kommt das Problem. Normalerweise müsste ich wegfahren. Aber wo sehe ich denn hin? Guck mal, und hier oben passiert die ganze Action der T34, der AT2 und der P43. Als wären sie festgetackert. Stehen dort. Stehen einfach nur dort und bewegen sich überhaupt nicht. Es kommt gar nichts. Jetzt kommt die Stuck 3. Vielleicht kriegen wir die noch raus. Den Doppelbusch anmachen hier. Zack, jetzt bin ich aber offen. Ja, dachte ich mir.
Bleibt mir nichts anderes übrig, als erstmal runterzufahren. Tja, Freunde. Es ist niemand da. Es ist absolut niemand hier. Keiner, der mir auch nur im Ansatz auch nur helfen könnte. Churchill, ja, der Churchill halt. Der hat halt auch die DPM, die haben die Artis, die haben alles. Unsere Arti ist übrigens out of ammo. So sieht das aus. Da bleibt nichts anderes übrig als so viel Schaden wie möglich noch anrichten. Ja, jetzt ist denn ihr gegnerischer. Ja, jetzt sind sie alle auf mir drauf und jetzt war's das. Eieiei, mit ein bisschen Hilfe. Aber nein, jetzt schmeißen die sich unten weg. Ja, da war ich tatsächlich so ein bisschen geladen. Da war tatsächlich die Stimmung bei mir nicht ganz so gut. Ja, wir können ja mal kurz hochlaufen lassen. Ja. Jetzt setzen sie zur Attacke an, weil der Gegner ja auf der anderen Flanke kommt. Ja, ich habe es dann auch nicht zu Ende laufen lassen. Ja, waren über 2000 Schaden. Von über 2000 Schaden meiner Wenigkeit und es hat einfach nie mal am Ansatz gereicht, um irgendwas zu reißen. Bisschen schade, ein bisschen ärgerlich, aber das macht ja nichts. Kann man ja, gehört ja bei traurig, witzig, tralala dazu und ist auch nicht schlimm, weil jetzt kommt dafür das witzig Video der Saison. Achtung! Und das ist tatsächlich noch ein Tank Destroyer, diesmal ein Brite, diesmal die Tortoise. Und das wird tatsächlich eine sehr, sehr witzige Geschichte. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt unbedingt dieses Video hier raushauen musste und gesagt habe, das muss jetzt sein. Es ist die Tortoise, 9er Tank Destroyer ohne Turm im britischen Forschungsbaum, Stufe 9. Zweithöchste DPM im Spiel und wir sind Defender in Karelien. Also unsere Aufgabe ist es zu verteidigen. Was zeichnet die Tortoise aus? Die Tortoise zeichnet aus, dass sie 400 Alpha hat, die aber extrem schnell schießen können aus dieser Kanone. Durchschlag ist in Ordnung und frontale Panzerung ist tatsächlich ein wenig vorhanden. Ich finde ja tatsächlich, es ist schon ein wenig auffällig, wie oft ich dann doch ganz schnell durchschlagen werde, aber grundsätzlich ist es Panzerung dran. Geschwindigkeit ist dafür quasi nicht vorhanden, also meine Tortoise fährt mit Turbolader und dann kann ich berghoch tatsächlich mit 14 km/h hier durch die Gegend schindeln. Und ansonsten, wie gesagt, es ist eine Verteidigung in Karelien, das heißt, wir müssen 10 Minuten verhindern, dass die Gegner cappen. Das ist unsere Aufgabe und ich drehe mal die Geschwindigkeit ein bisschen hoch, weil ihr werdet jetzt gar nicht so viel sehen, weil ich stelle mich jetzt erstmal in Position. Es ist Verteidigung, die Gegner müssen zu uns kommen. Ich bin kein großer Fan von, lass uns alle umfahren, lass alle wegrushen. Wieso denn, wenn die auf mich zufahren müssen, in meine Kanone rein, das ist das, wo die Tortoise auch am besten ist. Das kann die. So, also meine Tortoise kann durchaus sehr, sehr gut auf Gegner schießen, wenn die auf uns zufahren. So, in der Mitte ist ein T-100 Light. Unsere Scouts in der Mitte sind schon mal erledigt. Das läuft wie Sau. Es steht 2-0 für die anderen. So. Heidewitzka. Ja, dann stehst du hier und dann guckst du blöde. Ja, die Position ist keine gute. Ich gebe es auch ehrlich zu, aber ich hatte irgendwie schon ein bisschen Hoffnung, noch woanders hinzukommen. Aber ich bin halt einfach zu lahm gewesen. So. Und ja, am Ende des Tages bleibe ich hier. Dann kann ich mich zumindest noch hinter diesen Berg zurückziehen. Von da aus den Beschuss weiter fortsetzen. Weil Gun Depression ist jetzt auch ein bisschen dran. Da ist ein Centurion, er fährt auch in Deckung. 400 Light. Ja, jetzt ist tatsächlich erstmal so ein bisschen rumfahren und zu versuchen, Schüsse zu kriegen. Es steht übrigens 3-0, 4-0. Ja, das läuft wie Bolle hier. Ja, das sind die Runden, wo du sagen kannst, das läuft. Das ist sehr schön. Da hat man extrem viel Spaß dran. Na, mal schauen. Mal hin und her. Wir einmal. Da ist der Centurionski. Na? Ach komm, du willst. Es ist halt. Jetzt bin ich zum ersten Mal offen. Genau. Der T100 Light hat mich aufgemacht. Und jetzt kommt der Moment, wo es heißt, ich muss mich noch ein Stück zurückziehen. Und da ist das hier ganz geil. Ja, genau, Centurion. Schießen wir ein bisschen. Aber 4-0. 4-0. Wobei es von den reinen Hitpoint-Zahlen noch gar nicht so schlecht aussieht, aber. Der Rest ist halt einfach unterirdisch. So. Jetzt. Beschuss aufnehmen. Ah, der fährt rein. Aber habt ihr gesehen, wie schnell diese Kanone nachgeladen hat? Das ist schon echt ganz geil. Also vor der willst du jetzt nicht unbedingt parken. Und das ist erst recht nicht quer. So.
Und was natürlich, was ich vergessen habe, ich habe noch, oh, jetzt haben zwei Gegner das Leben ausgehaucht. Ich habe übrigens 2000 Hitpoints, das ist auch wichtig. Oh, das ist ein Badget. Und die Kanone ist halt einfach eine Bank. Da muss man ehrlich sagen, diese Kanone ist eine Bank. Und selbst wenn man mal verschießt, ist es nicht so schlimm, weil dann kann man halt nochmal einen nachladen. Das geht rucki zucki und dann schießt man noch einen nach, das ist echt okay. Also gefühlt, Tortoise macht mir extrem viel Spaß. Kann man auch gefühlt meistens so auf irgendwelche Heavy Lines schmeißen und einfach wie so ein Heavy da reindrücken. Und dann die ganze Zeit Dauerfeuer. Maustaste runter und dann gib ihm. Ja. Man macht auch mal einen kritischen Treffer auf den Centurion, das ist natürlich keine Frage, es ist auch nicht so schön. Ah, der war zu tief, der war zu tief. 3 zu 6, sieht doch gut aus. So, wie gesagt, Aufgabe heißt 10 Minuten das Cap verteidigen, dass die Gegner es nicht nehmen. Und natürlich muss man am Leben bleiben, wenn alle tot sind, ist auch vorbei. Der T-100 Light nimmt wieder den Beschuss. Ja, ich sage frontal, kann man da schon ein bisschen was machen, da muss schon ein bisschen gezielt werden zumindest. Vom Gegner, wenn er da was Gutes reißen will. So, Centurion. Ja, ist natürlich, ja, der hat natürlich den Turm. Oder links ist ein Turm, ist was umgefallen? Ein Turm, nee, ein Baum. Da links ist ein Baum umgefallen. Aber wir kriegen nichts auf. Und ansonsten stehen wir jetzt erstmal hier. Badget ist down, 4 zu 6. Sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, Freunde. Das sieht gut aus. Ja, ist tatsächlich jetzt nicht so richtig spannend zum Zugucken, wie ich hier so mit meinem lustigen kleinen Fahrzeug hin und her fahre. Ich mache mir die Geschwindigkeit ein bisschen hoch, weil zurzeit passiert tatsächlich nichts, außer ich pieke, er piekt, ich fahre wieder rein, er fährt wieder rein und dann pieken wir und wir gucken. Aber, oh, Entschuldigung, falsche Richtung. Das ist tatsächlich, ja, das Sinn und Zweck der Übung. Wir wollen ja, dass das Ganze hier ein wenig, oh, jetzt. Nee. Wir wollen ja, dass wir es über die Zeit bringen. Es sind noch 4 Minuten auf der Uhr. Wir sind 2 Panzer hinten. Wir sind nur noch 1 Panzer hinten. Das ist okay. 6 zu 7, das läuft. So, da ist ein CS-59. Wir haben aber halt niemanden mehr auf den Flanken. Also alles, was noch da ist, steht jetzt hier an der Base rum und gammelt sich da und schimmelt sich da ein. Das ist gut. Ah, und der macht mich halt jedes Mal auf der 7-1er. Ich habe ein bisschen Angst, dass da links auf der Flanke noch Sachen rumstehen. Oh, unsere Arti ist raus. Waffenträger. Also da sind, oh, Centurion kriegt Kellen. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Wir haben 3,30. Oh, T-100 Light. Jawoll. Aber guck mal, eine Low-Rollen jagt die nächste. Das waren wieder bloß 387, also normal, Alpha sind 400. Komm, du willst doch mal gucken. Oh, jetzt ist er kaputt. Sehr gut. T-100 Light rausnehmen ist immer, immer gut. Immer gut. Diese Centurion da unten, das ist auch so ein, naja. Fährt, guckt, fährt wieder rein, kommt wieder raus, fährt wieder rein. Ja. Ich würde gerne mal sein Dach beschießen. Ich weiß nicht, ob ich das overmatchen kann, aber spannend wäre es mal drauf zu schießen. Naja. 2 Minuten noch auf der Uhr, Freunde. 2 Minuten. Da hinten so T110 E4, Waffenträger, PZ4, ey, dort aus. Und wenn ich jetzt vorfahre, dann schießen sie mir die Seite. Das willst du auch nicht. Ich muss jetzt noch ein bisschen meine Hitpoints aufheben. 2,5 Minuten sind noch auf der Uhr. Steht 7 zu 9. So. Ich habe noch volle Hitpoints, habe bis jetzt noch nicht viel gebracht, außer ein bisschen auf Leute zu schießen. Für mehr hat es nicht gereicht. Wir sind 2 Panzer hinten. Wir sind knapp 3000 Hitpoints hinten. Jetzt wird es langsam offensichtlich, dass das da nicht ganz so gut ist. So, da hinten kommt definitiv ein Schwung, Tank Destroyer. Ja, Centurion ruft nach Unterstützung. Ja, ich bleib hier stehen. Ich kann schießen, wenn da was kommt, Freunde. Mehr mache ich nicht. So, 2 Minuten auf der Uhr. Zeit läuft. So, das ist meistens die Sirene, die Gegner zwingt, sich reinzuschmeißen. CS-59 fährt unten rein. Da ist mir egal. Um den zu schießen, müsste ich jetzt komplett aus der Deckung fahren und dann meinen Arsch hier raushalten für den Waffenträger und so. Das will ich garantiert nicht. T-30. So. Jawohl. Da flog er in die Luft. So, das war der Centurion. Wäre damit auch Geschichte. Jetzt sind wir hier auf der... Oh, mein Freund... Das war ärgerlich. Jetzt schießt die Arti. Das war jetzt wirklich... Oh, T110 E4 gebounced. Aber guck mal. können sie schießen. Noch nicht einen Punkt Schaden habe ich gekriegt. Es ist noch 1 Minute auf der Uhr. Noch 1 Minute. Ich habe noch einen T30, einen T110 E3 und eine Badget 25T. Alle bei mir hier am Start. Alles am Start. Alles da. Oh Gott. Ja. Wir sind noch 4 Mann. Wir sind noch 4 Mann und die Gegner haben noch... Oh Gott. Jede Menge Zeugs. So, 1 Minute heißt es jetzt. 1 Minute, jetzt wird's ernst. Freunde, jetzt wird's ernst. Badget kriegt
Da ist der T110 E4. Boah, diese kritischen Treffer, das ist aber unnervig, du. Ohne Mist, jetzt mal ohne Scheiß. Da mal um die Seite vielleicht mal irgendwie ein Durchschlag wäre jetzt nicht so schlecht gewesen. Na, Centurionski, kommst bestimmt gleich gucken. Jetzt aber, guten Tag, wieder eine Low-Roll. Wieder keine 400. Naja, ist egal, den schießen wir jetzt ab, wenn er hier auf dem freien Feld rumgurken will. Wieder keine 400. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Und das ist halt, da ist es jetzt eine Maschine. Guck mal, der hat keine Chance gegen die DPM. Jetzt habe ich dran vorbeigeschossen. Oh Gott, ich bin allein. Ich bin allein, ich bin allein, ich bin allein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott, jetzt wegrennen, jetzt wegrennen. 7 zu 14. Ach du Scheiße, die Gegner haben noch 8 Mann. So, jetzt wird's, jetzt rein hier, rein in die Mama. Nicht umfahren lassen, nicht umfahren lassen, durchhalten. 5. Nicht umfahren lassen. 3. Er hat auf Säcke gebounced, er hat auf Säcke gebounced. Freunde, guck mal, jetzt habe ich diese Nummer gewonnen gegen 8 Gegner. Die haben noch zweimal Arti, die haben noch jede Menge 10er Material. Ja, warum habe ich gewonnen? Weil die Zeit abgelaufen ist und beim Angriff, wenn die Zeit abgelaufen ist, gewinnt der Verteidiger. Ich zeige euch mal die Auswertung. Weil das ist die witzigste Auswertung seit langer Zeit. Meine Freunde, das ist eine Kolobanovs-Medaille. Das ist die, wo Quickie Baby sagt, die, die jeder haben möchte. Ich habe davon jetzt 2. Ich habe eine im VK 3601H vor 100.000 Jahren tatsächlich erkämpft gegen 5 Lotier-Panzer. Und diese habe ich einfach durch perfektes rhythmisches Warten bekommen. Das waren 3.100 Schaden abgewehrt, 3.100 Schaden gemacht. Das muss ich sagen, das ist echt okay. Ja. Ich bin sogar vom Damage noch Nummer 1, aber ich habe natürlich auch schnell hinten raus noch 1200, 300, 400, 500 Schaden draufgepackt, als alle auf mich einstürmten. Ja, und hier hat die Panzerung tatsächlich gezeigt, was sie kann. Ja, Freunde, guck mal, hier, für die war es natürlich jetzt echt ein bisschen unangenehm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gegner. Ja, der Waffenträger hat auch ein bisschen spät angefangen zu schießen, aber ja, 8 Gegner. Fand ich einfach großartig. Und deswegen, die muss ich euch unbedingt zeigen. Ich mag das. Also das ist so eine Kolobanovs, da kann man immer ein bisschen mit angeben. Und am Ende interessiert es ja keinen, wie ich die gemacht habe. Genau. Und wir kommen natürlich noch zum Tralala. Jo, und das Tralala führt uns auf die Klippe. Und diesmal bin ich Gott sei Dank nicht allein. Ich bin zusammen unterwegs mit dem Genossen Elder Gansky. Der fährt sein STB-1 und ich fahre meinen Super Conqueror. Ja, den mag ich ja. Das ist der Stufe 10 Heavy bei den Briten. Und ja, Halter und Monster schließt sich so ein bisschen an, halt auch eine gigantische Kanone mit sehr viel DPM, hat glaube ich auch 400 Alpha. Ja, genau. Ist von der Kanone relativ ähnlich zur Tortoise quasi. Und ja, den mag ich ganz gerne. Also muss ich ehrlich sagen, das ist so ein Fahrzeug, den kann ich echt gut leiden. Aber man fährt zu wenig Zehner. Das liegt aber daran, dass man halt immer so viel am Forschen ist. Also ich zumindest habe immer noch so viele Forschungsbäume offen, wo ich dann sage, okay, dann fahre ich lieber das. So, jetzt hatten wir gesagt, wir fahren da raus und wollten diese Wasserstraße da ein bisschen schützen. Jetzt ist der Elder da, noch ein anderer STB-1 ist da und bis ich da bin, fährt so ein TVP und jodelt sich halt komplett rein. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, 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 ja, das ist halt scheiße. Wenn er sich so reinjodelt, dann büßt du halt einen Haufen Hitpoints ein, die du halt einfach für was anderes brauchen könntest. So, jetzt kommen die Gegner hier richtig rumgepusht. Da kommt jede Menge. So, jetzt haben wir auch mal ein SDB getroffen. Ja, Panzerung, ja, wannenmäßig nicht so geil, aber zwei SDBs sind natürlich auch eine Ansage. Die haben halt auch DPM. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir das hier ein bisschen gut runterspielen. Also Fakt ist, war wichtig, dass ich erstmal mit rangefahren bin. So, jetzt müssen wir die Seite hier, diese Flanke, müssen wir erstmal so ein bisschen unter unseren Schutz nehmen. Ja, der Turm vom STB-1 ist halt echt eine Ansage. Da komme ich jetzt so gar nicht rein. Vorteil ist, die haben sich schon mit zwei Panzern weggeschmissen hier auf der Flanke. Das ist schon mal ganz geil. So, also der Scout ist raus und der TVP ist auch raus, waren beide hier. Das ist für uns erstmal grundsätzlich keine ganz, ganz schlechte Geschichte. So, jetzt ist die Frage. Jetzt muss das gut timen. Das ist übrigens reines 10er-Match mit einmal Arti. Das ist okay, kann man machen, denke ich. Also so in meiner Welt. Wir sind schon 4000 Schaden Hitpoints vorn. Das ist relativ krass. Also jetzt geht es relativ zügig zur Sache. Das heißt, jetzt darf man nicht den Moment verpassen, an dem der Push... Oh, jetzt kommt der Gegenpush. Jetzt haben wir zwei eingebüßt. Und man muss aufpassen, dass wir jetzt nicht den Moment verpassen, an dem wir gegendrücken müssen. Was ist eigentlich ein Karo 45T? Hm, muss ich mal rausfinden.
Ein Zehner, das klingt nach einem Italiener. So. Okay, da kommen von hinten Schüsse. Hab halt ein bisschen Angst, dass da oben noch irgendwelche TDs stehen, so eine Grille 15. Die mir oben vom Berg was gibt. Und wieder eine Low Roll. Also die Zahl der Low Rolls ist ein bisschen gering. Ja, und jetzt kommt genau der Trick. Ich habe ganz schön DPM. Das haben die nie auf dem Schirm. Hast du gesehen, der STB, der war jetzt ein bisschen überrascht, dass ich genauso schnell nachgeladen habe wie er. Nur aufpassen. Ich habe ein bisschen Angst, dass oben vom Berg jetzt irgendwie so eine Grille oder was runterfetzt hier. Das fände ich jetzt nicht so geil. Da müssen wir jetzt rumdrücken. Wir müssen jetzt ran hier. So, einen STB haben wir raus. So, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ne, da gibt es keine Schüsse. Na. Die Grille kommt mit. Ja. Oh, und da oben steht eine Grille. Da oben steht eine Grille. 833 Schaden hat sie geschossen. Arti schießt auch noch rein. Ah, die Hitpoints hätte ich anderweitig gut brauchen können. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen vom Acker machen hier. Der Elder hat den STB rausgenommen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Das ist halt das Problem, wenn man diese Flanke hier gewinnt auf der Seite. Man kommt dann nicht weiter, weil hinten halt die ganzen TDs rumcampen. So, die sind da auf ihrem Hügelchen und freuen sich da des Lebens. Und noch so ein Grilletreffer und ich bin einfach raus aus dem Rennen. Alter, das hat richtig gescherbelt. Das war auch eine High Roll 833. Das waren 83 drüber. Das kann man schon mal machen. So, insofern, wir verlagern mal. Ein bisschen in die Senke, dass man vielleicht auch noch ein bisschen Halter und spielen kann. Aber wir sind alle ganz schön gezeichnet. Aber es war wichtig, dass wir hier die Flanke erstmal so weit rumgedrückt haben. Mein Ziel muss jetzt sein, ich will die Grille. Ich will gerne die. Wie das noch? E100. 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 Uff, total. Fufa. Uha, Chinggis Khan. Unsere Grille ist halt outzornig drauf, die spielt das unheimlich aggressiv, das Ding. So, jetzt kriegen wir da einen Schuss drauf. Voll. Sollen wir uns mal den E100er vornehmen da. Da ist die Grille, da ist die Grille. Freunde, Feuer frei. Oh, das war gut, das war gut. Schönes Ding, komm. Sehr schön. Bei der Grille kann man Auto eben machen, da musst du nicht besonders zielen auf irgendwelche Schwachstellen. Das ist okay. Sehr schönes Ding, sehr, sehr schön. So, jetzt ist da immer noch der E100. Da hätte man zielen müssen, das wäre besser gewesen. Muss halt aufpassen, dass er. Der wollte jetzt die Grille, das ist logisch. Tja, ich drücke jetzt tatsächlich immer auf die 2, weil ich zu faul bin, jetzt mich zu sehr zu entblößen und ich will, dass das hier funktioniert. In der Turm gegen Gold ist er halt relativ machtlos. Gegen Gold, da gibt der E100-Turm halt ganz schnell auf. Das ist halt genau der Trick. Na, dann prügeln wir da durch die Zeit durch mit Gold. Dann ist es so. Ja, ich... Siehste. Das Gold auf diesem Fahrzeug ist auch unglaublich. So, naja. Dann haben wir in kürzester Zeit hier mal eine komplette Flanke, aber richtig geklärt. So, richtig... Ja, richtig geklärt, so rangenommen haben wir die alle hier. Objekt 430, brauchen nicht mehr so rumeimern, ist es ja sonst keiner mehr da. Aber. Bin wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu lahm, um den dann noch irgendwie abzuholen oder einzuholen oder sonst irgendwie noch was Sinnvolles zu vollbringen. Mal schauen. Ja, hier sind sie alle ganz schön gezeichnet. Die Grille hat noch 62 Punkte, der Elder noch 124. Da bin ich ja mit meinen 887 Punkten noch weit vorne. Ja, grundsätzlich hätte ich mir sogar vom E100 noch eine stecken lassen können. Aber ja, das Objekt 430, da komme ich auch nicht mehr rechtzeitig ran. Denke ich. Mal, ja, na klar, da drückt die Grille nochmal ab. Da geht nichts mehr. Aber es ist halt am Ende nur ein Medium. Vielleicht fährt man nochmal rein, vielleicht lässt man sich noch einen drücken. Ich kann mir sogar noch einen einfangen. Da könnte man hier mit einem Knalleffekt aufhören. Das wäre ja eigentlich auch ganz nett, oder? Ja, komm. Komm her, mein Freund. Jawollski! Ja. Und dann haben wir hier spontan noch drei wunderbare kleine... Aber oh, das ist ein schönes Bild. Das will ich mal so fotografieren. Ja, da haben wir hier noch ein paar drei kleine Kills rausgeholt. Ich zeige euch mal ganz fix die Auswertung. Jo,
Und die ist tatsächlich absolut unspektakulär. Es waren nicht 82.000 Credits, 7.000 EP, aber das nur, weil es das erste Tagessieg war. Ja, aber ich war Nummer 1 in der Teamauswertung. 965 Base EP. Kann man machen. War eine schöne kleine Runde. 3.772 Schaden finde ich vollkommen in Ordnung. Finde ich für einen 10er Heavy. Kann man machen. Und vor allem mit Gewinn rausgekommen. 42.000 Gewinn. Das ist immer sehr schön. Gut, in diesem Sinne möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Ich möchte mich bedanken, falls es euch gefallen hat. Schreibt mir was Nettes. Lasst mir Liebe da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal in diesem Kino. Ciao, ciao. Der Ära.